Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 171. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir haben ja erstmal ein paar Angebote, die wir wieder durchklicken können. Boah, ein paar schöne Pakete sind hier schon dabei. Und wie ihr seht, ist ja auch schon hier das neue Update drauf. Auf dem Account. Ist ein schönes Update. So. Dann hätten wir hier, genau, schön, ja. Sehr gut. Dann, all die es noch nicht gesehen haben, es sollte auch eigentlich ein Update-Info-Video, also wo das Update jetzt neu rausgekommen ist, sollte ja eigentlich ein Video rausgekommen sein oder sollte ich gemacht haben. Oder war jedenfalls mein Plan. So, die können erstmal wieder los, der Kollege hier. Gratis. Und ich habe irgendwie einen Ton zu laut, oder? Ja, ich würde sagen, Ton war etwas zu laut. Gut, die können erstmal wieder los. Bisschen Holz sammeln wir erstmal wieder ein. Haben gleich 400, 500.000 bald wieder. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Fisch. So. Ich hatte die außerhalb des Videos schon mal eingesammelt, deswegen nicht wundern, warum die jetzt so wenig haben. 150 Bernstein, sehr gut. Und da hätten wir noch einen, den wir danach machen können, wenn der fertig ist. So, dann haben wir hier noch zwei Titanen. Beziehungsweise zwei Kollegen, die Titan werden wollen. Vielleicht werden sie es ja auch mal. Wäre ganz schön eigentlich. Immerhin, Bakasa hat jetzt auf Level 175. Sammelt da ja wieder besser. Ich meine, 42 Millionen sind es ja jetzt, ich glaube. 42 Millionen von einem Drachen in einer Stunde. Sehr schönes Titan. Ist schon mal sehr sinnvoll. Sehr, sehr nice. Und der kann auch gleich schön hoch. Der sammelt schön. So, wen rufe ich zurück? Ne, Schrecken der Märe nicht. Ne, dich ohne. Dich eigentlich ohne. Dich eigentlich ohne. Ja, eigentlich keinen von denen so wirklich, ne? Die Frage ist, wie viel sammelst du? Du sammelst 6 Millionen ungefähr. Ja gut, ne, dann lassen wir das erstmal so. Oder haben wir vorne noch einen Fischsammler, der vielleicht nicht ganz so gut ist? Ja, nee, das lassen wir erstmal so. Gut, dann haben wir hier noch unsere Reisedrachen. Die können wir erstmal wieder neu losschicken. Und ja, mal gucken. Vielleicht holen die uns ja irgendwann mal einen richtig guten Drachen ran. Aber da gibt es ja, ich glaube, auch nicht allzu viele bei Reisen. Ich glaube, erst in der letzten Reise von Fleischklops oder so gibt es so einen richtig, richtig guten. Aber da müssen wir erstmal bis hinkommen. Deswegen, das dauert dann noch eine Weile. Hier kommen wir erstmal weiter und gratis. Dann Fleischklops, der kann auch wieder los, oder die eher gesagt. Weiter, auch schon die 139. Reise, ist auch schon eine ganze Menge. Beim Raufen, wie sieht's da aus, haben wir auch noch ein Paket. Und es sind normale Drachen, okay, gut. Dann gehen wir noch zu unseren Titan-Drachen, legendären Drachen. Schicken die Kollegen wieder los. Erledigen damit noch ein paar Aufgaben von Grumian, ich glaube. Öffnen unsere beiden Gratis-Pakete. Bekommen damit wieder ein paar Odinsmarken. Haben jetzt 312. Ne, 13. 313 haben wir gleich. So. Das haben sie auch neu aufgeteilt. Apropos. Ja, da muss ich nochmal was sagen hier gleich. Erstmal holen wir uns das Paket. So, da haben wir es auch schon. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es hört oder nicht. Jedenfalls regnet es bei mir gerade. Könnte sein, dass man das hört. Deswegen nicht wundern. So, ja, die Karten sehen ein bisschen anders aus, ne? Und die Runenaufteilung in den Karten ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen anders. Ja, der Stern ist bald abgebaut. Ja gut, da haben wir gerade nie genug. Wir öffnen erstmal kurz, beziehungsweise sammeln erstmal die Sachen ja ein. Und dann muss ich mal raussuchen, wo ich das finde. Oder beziehungsweise was ich meinte. Dafür müssen wir in Angebote rein. Dann gab es irgendwo ein Angebot mit Gratispaketen, genau hier. Und zwar hat man jetzt in der ersten Karte nur noch eine Chance, also auf 1 bis 4 Runen, aber es gab ja auch manchmal 5 früher, ne? Das haben sie jetzt scheinbar ein bisschen rausgenommen und weniger gemacht. Ja, und dann hier halt die normalen, seltenen und Prämies. Hier kann man auch den neuen ziehen, Prismabogen. Ja, da haben sie auf jeden Fall ein bisschen was verändert. Auch hier Eisen. Ich weiß gar nicht, wie, ich kann noch gar kein Eisen haben, wieso kann ich das ziehen? Ist egal.
Auf jeden Fall Eisen kann man nämlich auch, wurde jetzt an die Lagergröße angepasst, wenn man das aus Paketen zieht. Weil vorher waren es ja immer nur so eins oder zwei, aber jetzt wurde es an die Lagergröße angepasst. Wir können erstmal hier noch am Titanrad drehen. Vielleicht bekommen wir noch einen Titan, wäre richtig nice. Ja, aber so viel Glück haben wir dann doch wieder nicht. Gut, schick mal erstmal wieder los. Der kann dann das Training. Dann gehen wir zu Events. Überlebensspießrunde, den anderen können wir ja noch nicht machen, genau. Und wir haben ein gutes Team eigentlich, wir können uns gut heilen und so. Gucken wir doch mal, was schaffen. Wäre schon ganz nice. Könnte man noch was mitnehmen, wäre nice. So, wir gehen zuerst einmal auf den linken riesenhaften Albtraum, dann auf den rechten riesenhaften Albtraum. Sollte eigentlich ganz schnell gehen. Ich meine, es sind ja noch kleine Wellen und schnelle Wellen vor allen Dingen. Wir können uns erstmal Stärke auf unseren Knochenräuber geben. So. Und dann holen wir uns erstmal den riesenhaften Altrum auf der linken Seite komplett weg. Einmal so. Und dann so. Dann machen wir hier ordentlich Schaden. Damit ist er zur Hälfte schon weg. Geben wir uns nochmal Stärke auf unseren Donnertrommler, würde ich sagen. Und dann sind wir auch schon in der zweiten Welle von 6. So, da müssen wir dann irgendwie, also jetzt noch nicht, aber dann müssen wir gleich mal schauen wegen Heilen. Das wird nämlich auch wieder ein wichtiges Thema in dieser Welle, beziehungsweise in diesem Spießrutenlauf. So, der geht auf den, okay, ist voll akzeptabel. Machen wir das so. Kommen wir in die nächste Welle, können wieder schön auf die Vierer-Attacke mit unserem Donnertrommler. Und dann müssen wir uns gleich mal erstmal wieder Stärke und sowas geben und heilen vor allen Dingen. Und er überlebt es natürlich ganz knapp, ne? Das musste sein. Egal. Der geht auf den, ist akzeptabel. Einmal so angreifen, dann geben wir uns nochmal Stärke. Und diesmal haben wir natürlich drei Gegner. Muss ja auch schwieriger werden. Ich würde sagen, wir gehen auf die Fünfer mit unserem Windknirscher. Und ich hoffe erstmal, dass die jetzt nicht den Downtrommler holen, sonst können wir gleich gehen. Ganz knapp. Erstmal so. Das hört man jetzt bestimmt in der Aufnahme so stark, wie das gerade regnet. Dann ist der schon mal weg. Jetzt heilen wir uns einmal. Und er würde nochmal drankommen, sehr gut. Da holen wir uns jetzt den. Sehr, sehr schön. Ich will ja nicht unbedingt jetzt auch, also ich will ja eigentlich keine hier Frucht der Weisen oder so einsetzen. Deswegen hoffe ich, dass wir hochkommen mit dem Heilen, sonst wird's blöd. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. So, damit ist unser Donnertrommler auch fast wieder voll. Wenn man bedenkt, dass er gerade schon mal fast weg war, ist das ganz nice eigentlich. Ja, weil damit sind wieder alle voll. Und wir haben zwei Aktionspunkte, wenn wir in die neue Runde kommen. So, das ist natürlich jetzt blöd. Weil diesmal kommen wir auf jeden Fall nicht auf die 5er-Attacke. Das Einzige, was man machen könnte, man könnte sich Stärke geben und dann Aktionspunkte-Boost reinmachen. Ich glaube, so werde ich es auch machen. Genau, wir geben uns hier Stärke. Und jetzt schläfern wir einfach ein. So. Wir haben natürlich das Problem, der müsste als erstes weg, aber der hat halt gerade Schnelligkeit. Deswegen gehen wir erstmal auf den Kollegen da. Ganz normal ein bisschen Aktionspunkte sammeln. So, der geht auf den. Das ist akzeptabel. Dann einmal so. Shit. Jetzt wachen die wieder auf oder sind schon aufgewacht. Das ist nicht gut. Nummer 1 ist schon mal weg. Nummer 2 kommt einmal. Oh, das tut weh. Das tut weh. Gut, dann holen wir uns den halt erstmal weg. Genau. Greifen jetzt den an, dann heilen wir uns jetzt hoch. Müssen wir jetzt auch mehrmals machen wieder, sonst haben wir ein Problem. Nein. Gut, bitte, bitte, bitte. Los, 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 los. Bitte mach ordentlich, ordentlich. Komm schon. Ja. Nein. Überleben, 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 überleben. Schön überlebt. Schwierig, schwierig, schwierig. Gut, wir geben hier Stärke, dann heilen wir uns mit einer Bäre. Greifen normal an und gehen darauf einzuschläfern. Dann haben wir halt eine Bäre und einen Aktionspunkte-Boost geused. Ist nicht ganz so nice, aber gut. Ist trotzdem akzeptabel. So, heilen wir uns nochmal hoch.
Dann ist Nummer 1 auch gleich schon weg. Nummer. Ach, gut, dass der weg ist. Der macht so viel Schaden. Den muss ich aber ohne wegkriegen, weil der macht auch extrem viel Schaden mit seiner guten Attacke. Das ist auch noch so ein Problem. So. Ah, oh, das ist auch eine nervige Attacke. Jetzt machen die halt, was sie wollen. Die machen nicht, was sie sollen. Komm schon. Gut, dann holen wir jetzt erstmal den Rauchverschwinden, den Qualmdrachen. Ja, sehr gut. Es sollten alle Drachen noch überleben. Mindestens eine Runde, theoretisch. So. Damit ist der weg. Sehr gut. Der hat nur drei Aktionspunkte. Damit. Ah, aber unserer ist auch weg. Ist das ein leckerer Schaden? Sehr, sehr gut. Damit müsste er weg sein, der riesenhafte Alttraum. Und weg ist er. Sehr, sehr, sehr nice. So, da können wir einmal dran drehen. Und diesmal bekommen wir 175 Millionen Fisch. Kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Dann noch 150 Runen. Und 500 Freyas Blumen. Auch sehr, sehr schön. Nehmen wir auch noch mit. So. Und damit haben wir nochmal da ordentlich was. Und ich würde sagen, wir gehen auch gleich in den nächsten Kampf und gucken, ob wir den noch schaffen. So. Das wird ja auch wieder. Ja, das sind wieder 6 Wellen. Mal schauen. Das müsste theoretisch möglich sein. Bisschen schwierig wahrscheinlich, aber sollte möglich sein. So. Wir gehen zuerst auf den linken. Und den sollten wir theoretisch relativ schnell kriegen. Denke ich jedenfalls. Einmal Stärke mitgeben. So. Damit ist er weg. Solange der hier riesenhafter. Nee. Flüsternder Tod dort ist, ist das auch voll entspannt eigentlich. So. Und so. Dann gehen wir jetzt. Wir haben auf beiden Stärke. Das heißt, wir geben uns hier nochmal extra Stärke. Machen das so, damit der weg ist. Und damit ist nur noch der Flüsterer Tod da, aber der ist auch schon fast weg. Deswegen soll das passen. So, weg ist er. Jetzt gehen wir auf den riesenhaften Altum auf der linken Seite. So. Und einmal so. Und er überlebt es so knapp. Wäre der jetzt weg gewesen, wäre das so nice gewesen. Aber nee. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal darauf, dass ich mich wieder hochheile. Oder beziehungsweise erstmal Aktionspunkte sammle für die nächste Runde. Weil hier komme ich ja nicht mehr zum Heilen. Aber in dieser Runde. Obwohl. Wir gehen erstmal aufs Einschläfern und dann aufs Heilen. So, erstmal auf den. Dann nochmal. Gar nicht gut. Einmal so. Dann einmal so. Und einmal so. Der ist weg. Sehr gut. Einmal heilen. Jetzt holen wir uns den zweiten. Wir sind auch schon wieder in der vierten Welle. Ging relativ schnell gerade, um ehrlich zu sein. Diesmal kommen wieder beide dran. Das ist nicht ganz so nice. Und wir müssen uns nochmal heilen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt den riesenhaften Altrum weg. Aber ja, kriegen wir. Sehr gut. Dann noch einmal heilen. Und jetzt gehen wir auf den Kollegen noch. So. Und weg ist er. Sehr schön. Fünfte Welle. Wir kommen auf die Einschläferungsattacke. Ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen nämlich jetzt wieder richtig drauf achten wegen Heilen und so. Das Problem ist, dass wir hier drüben jetzt halt auch diesen riesenhaften Altraum haben und nicht mehr den flüsternden Tod. Aber ich glaube, in der sechsten Welle ist wieder der flüsternde Tod, soweit ich weiß. Erstmal so. Dann holen wir uns den dort weg. Den kriegt man natürlich diesmal nicht ganz weg. Einmal kommt er leider noch dran. Ich hoffe, er setzt diesmal die Zweierattacke ein, damit er uns keinen Schaden macht. Und er macht uns natürlich lieber Schaden. Danke für nichts, mieser Harald. So, dann gehen wir jetzt auf den. Einmal wieder heilen. Ich hoffe, er heilt. Ah nein! Das ist gut. Wenn er so angreift, ist das noch entspannt. Aber sonst hätte man ein großes Problem gehabt jetzt gleich. Weil er hat ja auch noch. Also der Rauchverschwindende Qualmdrache hatte diese schöne Vierer-Attacke, mit der er uns verwirren kann. Und das muss ich mal sagen, ist gar nicht mal so schön.
Aber Hauptsache ist der jetzt weg hier. Sehr gut. Damit hat der Gegner auch nur drei Aktionspunkte und kann diese schöne Attacke nicht raushauen. Das ist auch sehr, sehr schön. Und er macht das so, das ist auch besser. Weil damit kann er uns jetzt nicht einschließen. Also er hätte uns der jetzt auch nochmal verwirren können. Macht er aber nicht. Wir kommen stattdessen in die nächste Runde. Jetzt ist der Flüsterer Tod wieder da, wie ich es gesagt hatte. Habe ich mich doch mal richtig dran erinnert. So, der geht auf den. Und es sollten eigentlich alle meine Drachen aushalten. Hoffe ich mal, sonst habe ich ein Problem. Sollte aber reichen. Ja, sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, auf wen gehe ich denn? Na, eigentlich auf den erstmal, oder? Ich meine, der jetzt als letztes drankommen würde, genau. Dann heilen wir uns wieder hoch. Und wir können es noch einmal heilen. Der gibt uns jetzt. Ja, sehr schön. Das Einzige, was gerade richtig schlecht ist, ist, dass der Riesen auf der Altraum drankommt. Ich gehe einfach auf die Einschüchterungsattacke. Ich hoffe, die holen uns jetzt nicht. Keine Schwäche, ja, sehr gut. Aber ich glaube trotzdem, einer wird weg sein. Was? Ja, also das hätte ich so gar nicht erwartet, dass der uns mit einer Attacke alle bekommt. Mist. Ja, Leute, aber an der Stelle würde ich sagen, was im heutigen Video ist ein bisschen schade. Hätte ich echt nicht gedacht. Nee, das ist gerade echt ein bisschen blöd. Aber gut, dann müssen wir es beim nächsten Mal nochmal probieren. Haben wir ja noch 2 Tage Zeit. Bis dahin, viel Spaß und ciao, ciao.